packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Johnny meint. Der Johnny Maroschwöldi, langjähriger Trainer von der Ringerriege Hergiswil und fundierter Kenner von der Ringerszene, analysiert exklusiv für Telenavtele Zentralschweiz die laufende Saison. Hergiswil vor dem Abgrund in die NLB gerettet. Willisau im Finale gegen Kriesere, ein Dämpfer kassiert. Freiamt im Fight um Bronze gegen Einsiedlen, drei Pünktli vorne. Viel und faszinierendes Ringen am Wochenende. Der Johnny zieht ihn auf den Vorhang hinter Kulissen. Der Johnny hat Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Johnny meint. Gut, letztes Wochenende ist schon beginnen für das Finale und das Match für Titelplatz und die Rückrunde für Abstiegsplatz. Erst einmal schnell auch schon für Finalkampf. Willisau Lions gegen RS Griessen. Wie erwartet, sehr spannende Kampf sind. Ich vorher schätzend für Willisau gewinnen, aber das Finale ist immer andere. Wegen so aussehen für mental besser vorbereitet für Kriessen. Wegen Kriessen Sieg ist immer höher wohl, wie höher sie wie Willisau sind. Und bei mir schon ein bisschen für Statistik. Auch sehr richtig. Beides Mannschaft 5-5 Kampf gewinnt. Das heißt, wie vorher gesagt, sehr spannender Kampf, alles schon möglich. Aber der Unterschied ist, dass für Kriessen Wiesn 3-3-0 gewinnen, wie so 3-Kampf nur 2-1 gewinnen. Wenn das ausrechnen, das ist sofort 6 Punkte Differenz. Sofort. Und beide Mannschaften haben zweimal 3-1 gewonnen. Das ist sehr richtig. Jetzt momentan für Mannschaftsmeisterschaft, für alle Leute, welche gehen für Mathe, probieren sozusagen für beste Wingen, kämpfen für alle Punkte, alle Einzelpunkte, wegen das bringt es für Mannschaft Punkte. Das ist ein bisschen schon für Finale, schnell gehen. Türen für alle Kampf, wir können glaube ich, für das Finale das schon verdient. 57 Kilo Z-Dettimon gegen Wildurs. Z-Dettimon jetzt ist schon das dritte Mal abtrainiert für 57 Kilo, dritte Woche, das schon merken.
ein bisschen für konditionell, weil du hast einen relativ alten Fuchs und er ist sozusagen relativ locker, bringen zu Hause 3-0 für Kampf, 5-1-Punkt. Sehr gutes Resultat. Na, kommt gerade eine sehr gute positive Überraschung. Für Vorrunde und Rückrunde ist beste Ringersee für Bertschartnamon. Nachher gegen Einside verloren. Zweimal. Und nachher jetzt schon wieder da für Ate Bertschartnamon. Gegen für Verstärkung für Willisau. Zu 13-0 gewinnt, was ist ein sehr überragende Leistung, nur ganz wenig Feld für technische Überlegenheit, für 4-Punkt-Sieg. Das ist ganz knapp für 4-0, aber 3-0, er ist schon verdient. Er 61 Kilo Greco, Portman Michael gegen Molnár Gábor, wie erwartet. Portman Michael ist sehr gut, junger Ringer. Aber er hat weniger Kraft und auch schon abtrainiert gegen vor der ganzen Saison für 65 Kilo gewungen und schon rausgekommen für Molnár Gábor seine mehr Routine. Und auch er beide Seiten machen für Durgen, das dritte Mal, wenn Portman mich ist und dann sie, das sehr gut gemacht für Portman mich schon verteidigen beide Seiten, gut für Durgen, aber nachher überraschend Molnár Gábor rauslaufen und machen ein Schleuder. So 9-1 gewinnt 3-1 Mannschaften für Kiessen. Dann kommt Reichmuth Stefan gegen Hutter Philipp. Anfang an etwas Fingerverletzung für Stefan. Das war sehen für den ganzen Kampf. Sehr viel Aktion, nicht wissen richtig fertig machen, nicht wissen richtig zusammenfassen für Gegner. Und andere Seite, das zeigt für Stärke für Hutter, Philipp auch, er schon weiß, das ist sehr wichtig für die Mannschaft, möglich wenig Punkt verloren für Stefan, nachher 6-1 Punkt, Rad für Grenze, nachher 3-1 Mannschaftspunkt für Bilisau. Das ist der einzige Sieg für Abzieht für Bilisau, nach 65 Kilo. Resti, Bosser Lukas gegen Loris Dominik. Bosser Lukas ist aktuelle Schweizer Meister für 65 Kilo, aber Loris Dominik einen sehr, sehr guten Kampf gemacht und 12-0 Punkt gewinnt. Das ist 13-0. So ist Pause sehr hoch. Führung habe für Kriessen. Na Rückrunde kommt 86 Kilo Greco, Scherer Samuel gegen Dietsche Damian. Da ist Huse kommt für Gewicht und Kraft. Das entscheidend für Kampf. Dietsche Damian sehr gut kämpft. Schon wie das behindert. Für Scherer Samuel 3-0 oder 4-0 gewinnen. Nur 2-1 Mannschaftspunkt verloren. Dann kommt Greco, 70 Kilo, Vecch Andreas gegen Hugenbüller David. Das ist fast ein bester Kampf für den ganzen Abend. Schon 28 technische Punkte haben, diese zwei Ringe. Und dort schon gesehen, Hugenbüller David, wie lange habe für Kondition. Sehr gut mithalten, aber nachher für internationalen Ringer. Der Schander aus Wiesn gewinnen 6 Punkte Differenz, 3-1 Mannschaften für Wiesau. Reichmuth Andreas gegen Bertschartnamon 5-1 gewinnt. Der auch sehr interessante Kampf. Beides kämpft bis 30 Sekunden. Für andere Bertschartnamon und Wiesn hatten diese 4 Punkte Differenz. Nicht 3-1 verloren für Mannschaft, nur 2-1. 74 Kilo Freistil. Portland Tobias gegen Dietschemark, 3-9 verloren. Das ist noch Pause, einziger Sieg für Kriessen. Aber das schon reicht für das. 100%ig gewinnt für erste Kampf für Kriessen. Nein,
kommt 74 Kilo Greco Bossert Jonas abtrainiert. 74 Kilo gegen Sirienko Sergei. Alte Fuchs. Aber Anfang Sirienko Sergei führt. Aber nachher Jonas gut geholt und 6-3 gewinnt. Das heißt, Gesamtresultat 20-14 gewinnt für Kiessen. Aber diese ist für Finale egal. So sagen wir egal, nicht egal. Das ist nur eine Kont. Nächste Woche kommt für neue Karten mischen. Und eine Mannschaft für Finale muss 2 Kont gewinnen. Das heißt, nächste Woche machen wir unentschieden. Oder Kiessen verloren. Wir haben für die dritte Kont. Nächste kommt, Einsiedel gegen für Freyam. Diese Jahre für Überraschung, positive Überraschungsmannschaft für Einsiedel. Einsiedel ist sehr gut gekämpft für zu Hause. Nur 16-19 verloren. Und ich so sehen, ist der schwächste Punkt momentan für Einsiedel, für 74 Kilo Greco. Das ist auch schon klar. Dort habe Verstärkung für Oberiet, für Floyer Flavio, welches ist verletzt. Und so, dieser kommt entscheidend zu Ende. 4-0 gewinnt für Freyamt, für Götzmann-Chayan. Wenn Floyer Flavio ist dabei, vielleicht ganz andere aussehen für ein Resultat. Aber so, vor Rückkommt, zu Hause kommt für Freyamt, habe 3 Punkte Vorsprung, aber dieser Match immer noch muss aufpassen für Freyamt, nicht möglich. Sage ja, Einsiedel. Wegen dieser Einsiedel ist nicht gleich wie letzte Jahre oder vorletzte Jahre, eine viel stärkere Mannschaft. Das heißt, muss voll aufstellen für Freyamt. Und der letzte kommt, heute ist Sonntag, wir machen für diese Sendung. Heute Abend ist Brunnen gegen für Hergisil. Wie erwartet, schon wieder ein sehr knapper Kampf. 20-19 gewinnt für Hergisil. Aber letzte 2 Kampf entscheiden. Holder Marco gewinnt gegen Sutter Rafael 16-0, technische Überlegenheit. Und Kunz Philipp gegen Fuchs haben nur 11-8 verloren. Nur 3-1 Punkt, das heißt Hergisil bleibt für Notia und haben nächstes Jahr schon wieder eine Chance für Aufstiege. Aber ich nehme etwas sagen für dieses Duell. Dieses Duell ist beides Kompi so aussehen. Brunnen haben eine sehr gute junge Mannschaft, aber fehlt etwas noch die Routine. Wegen das letzte Woche auch passiert und diese Woche auch passiert von Euf Thomas 18-2 gewinnen, wo nicht nötig sie für 2 Punkte abgeben oder für von Euf Damian gegen Rambu Joel, also Bruder für Thomas auch 18-2 gewinnen, wo auch nicht nötig sie für Punkte abgeben oder Sam Christian gegen für Stadelmann Patrick 10-1 gewinnt, wo auch nicht unbedingt nötig sind für Punkt abgeben. Das heißt, diese Mannschaft jung, wild und ich bin fast 100% sicher, die nächste Jahre kommt auch für Nazia, aber momentan ist noch nicht. Momentan ist Hergisil besser konzentriert und habe mehr Routine und so Hergisil bleibt für Nazia. Kriesere gewinnt im Finale gegen Willisau dank besserer mentaler Vorbereitung und mehr 3-0-Sieg. Einsiedel kann nicht auf 74er Verstärkung von Oberried Grabs zurückgreifen. Auch ein Grund, wieso dass sie gegen Freiamte kürzer ziehen. Und Brunnen gewinnt das nächste Mal. Fast 100% sicher. Was meint der Johnny? Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook
und lies, was andere geschrieben haben. Am Samstag wird spannend. Finale, Endspurt, endlich. Oder kommt es doch noch zum dritten Duell? Kriesere, Willisau? Gelingt es Einsiedlern, die 3 Punkte Rückstand gegen Freiamt aufzuholen? Wer gewinnt? Nicht verpassen, Prognose von Johnny demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.